Leute, es ist so, ich bin ein bisschen angesuchtet von Lords of the Fallen. Wir haben das letzte Mal aufgehört vor einem Boss und das geht natürlich nicht. Ich kann hier nicht einfach, das ist unfinished business einfach. Das kann so nicht angehen und deshalb werden wir jetzt sehen, wie es ausgeht. Das war erstaunlich eloquent. Okay, deshalb, weiter geht's. Und ja, zu allen euren Fragen in den Comments, spielst du das noch, spielst du das noch, wann spielst du das noch? Eine einfache Antwort dafür ist, ja. Okay, ihr hört schon, wir gehen rein. After eons of tyranny, Lords of the Fallen. The Lords of the Fallen. Ja, the Lords. Jetzt wird er ganz verrückt. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. So. Okay, Hadref, machst du mal eine Wette, ob ich ihn in First Try schaffe? Ist natürlich immer ein bisschen blöd. Jetzt habe ich natürlich leider den Fehler gemacht, Elden Ring zu spielen. Aber keine Ausreden. Crimson Rector Percival. Ah. Ich unterschätze in dem Spiel, wie oft die Gegner und was für eine Reichweite sie haben. Okay, ich muss jetzt mal da reinkommen. Bei dem ist es aber auch besonders schwer rauszufinden, wann er mal aufhört zu schlagen. Ah, jetzt macht er wieder die Scheiß-Aura und heilt sich. Das ist so ein Dreck. Guck mal, jetzt hat er wieder volle Energie. Was willst du dagegen machen, ey? Guck mal, du kriegst den nicht klein durch seine Scheiß-Aura. Oh, und dann dreht er sich so mies mit, oder was? Oh, jetzt hab ich gepennt. Ey, das ist so ein Dreck. Das war eigentlich ein guter Versuch, wenn er sich nicht so oft hochgeheilt hätte. Hätte ich den gehabt, aber diese Scheiß-Aura von ihm... Irgendein Item, mit dem man die Aura irgendwie unterdrücken kann? Nee, ne?
Ich weiß, wenn man diese Samen ploppen lässt, dann hört die Aura auf, aber das musst du auch erstmal schaffen. In der Zeit hat er trotzdem sich schon wieder. Hat er sich trotzdem schon wieder geheilt. Was haben wir gegen Holy Abwehr? Gold Mask. Ich glaube, wir müssen einfach get good. Ich glaube, ich pack den. Ich halte den. Es ist nur diese dumme Aura, die mich momentan noch hier ein bisschen stresst. War ja mal nicht so schlecht hier. Ah, das ist mies. Dieser. Nein, roll doch. Alter, das ist so mies. Der nicht mehr aufhört, sich zu heilen. Das ist so albern. Guck mal, wie krass oft der das jetzt macht. Geht er down. Leute, das war ja wohl nicht so schlecht, oder? Ring of Brilliant Protection, Crimson Rector Helm und Vestige Seed. Das war doch nicht so schlecht. Ich finde, ich habe das gut gemacht. Jetzt verstehe ich auch, was ihr meint mit weicht doch einfach seinen Schlägen aus, ehrlich gesagt. Eigentlich ist der gar nicht so schwer, du musst einfach immer nur Sidestep, Sidestep. Das ist auch so komisch. Jetzt macht er kein Sidestep. Also wenn ich nach links drücke und kreis, macht er die Rolle.
wenn ich einen Gegner anvisiert habe und nach links oder rechts drücke und Kreis drücke, macht er keine Rolle, sondern einen Sidestep. Dann musst du zweimal Kreis drücken. Es sind so diese Kleinigkeiten, die nicht so... ja, nicht so perfekt sind, so. Ich will hier nicht schon wieder motzen, aber ich kann auch nicht anders. Ich bin ein Motzer. Blattlast. Das ist halt das Ding, ne? Man muss einen Boss einfach nur besiegen. Ich glaube, daran scheitern auch einfach viele Leute, die sagen, Souls-Spiele sind mir zu schwer oder so. Das ist halt einfach, du musst halt einfach besser als das Spiel sein. Und dann ist es eigentlich auch einfach. Hier könnte ich eins planten. Bevor wir upgraden, gucken erstmal, was wir Neues gekriegt haben. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Was ist das? Bloodlust. Kann ich gar nicht benutzen. Agility Inferno 13. Okay. Bleeding Damage plus Fire Damage. Das habe ich nicht so verstanden. Wenn wir jetzt mal hier gucken, ja, vielleicht kann mir das einer erklären. Ups, wo ist es? Ich will hier auf... Nein. Hier auf die Waffe. Ah, hier sieht... Doch. Jetzt sieht man es... Ne, jetzt sieht man es hier nicht. Wieso bin ich so dumm? So, okay, nochmal. Jesus. So. Wenn man jetzt mal hier guckt... Bei dieser Waffe. Wieso geht er denn jetzt nicht auf diese Waffe? So. Ich kann nicht mit der Maus hier rüber und die Waffe zeigen. Also, da sehen wir diesen Stat hier und diesen Stat. Die haben beide 60 bei dieser Waffe hier, ja? Aber dann hat er hier bei Fire auch nochmal 37. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Fire-Wert und diesem Feuerwert? Das kapiere ich irgendwie nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich verstehe, dass der Wert, die Gesamt-Attack-Power, setzt sich immer aus der Summe dieser Werte hier zusammen. Ja? Also wir haben hier Attack-Power 80, zusammengesetzt aus Physical 37 plus 6 plus 37. Moment, ist das dann gar nicht... Okay, warte mal. Das ist Feuer-Damage und das ist Burning-Damage vielleicht? Kann das sein? Also das eine ist Feuerschaden, das andere ist Brennen. Aber was ist denn... Ja, okay. Also Feuerschaden ist dann offensichtlich... Okay, wie voll der Balken bei Feuerschaden wird. Ah, okay, das ist quasi mehr wie Gift. Das ist der Statuseffekt Feuer, also Brennschaden. Also ein Dot, Damage over Time. Okay. Und das hier ist einfach, weil es eine Fire Weakness oder sowas hat. Okay, okay. It's complicated. So, was haben wir noch gekriegt? Aber ich kann den eh nicht benutzen. Und, Ivy, danke für die Subs. Die Axt ist natürlich auch geil. Ich hab mal Bock. Okay, was haben wir noch gekriegt? Wir haben... Nee, das ist doch fein. Haben wir hier was Neues gekriegt? Nee. Kein Zauberspruch. Einen Ring haben wir gekriegt. Hier. Ring of Brilliant Protection. Increase Resistance to Smite.
Das sind einfach nur so Status Resistances. Hier haben wir nichts Neues. Naja, Mario, ich weiß, ne? Ich habe es ja auch gerade erklärt. Es ist nur ein bisschen blöd, dass sich das halt ändert, je nachdem, ob man Gegner anfokussiert hat oder nicht, finde ich. Ist nicht so ganz... Ich habe doch noch mehr gekriegt. Ah, hier, warte mal, was haben wir hier? Ne, das, die Shuya Warrior Mask. Stillness Hood. Das hier, Trapper Cap. Sieht ja auch maximal dumm aus. Das Schwert sieht, by the way, ganz geil aus. Aber ich kann es ja nicht benutzen. Nase ist fast so lang wie mein Schwert. Okay, ich habe doch noch irgendwelche Items gekriegt, bestimmt. Umbra. Warte mal, kann ich nicht hier bei diesem... Kann ich hier nicht irgendwie die Nase rot machen? Das ist auch komplett useless, oder? Hier dieses... die Sachen einfärben. Also was für einen Unterschied macht's? Das ist wirklich läppsch. Das ist schon wieder ganz geil. Die rote Rüstung ist schon ganz geil. Denkt bei den Schwertern an linke Hand, rechte Hand. Macht das einen Unterschied? Left Hand ist jetzt bei ihm in der rechten Hand. Aber das ändert, glaube ich, nichts, oder? Attack Power 134. Attack Power 134. Macht das einen Unterschied? Wenn ich den in die linke Hand mache, kann ich gar nicht damit zuschlagen. Weil er dann nur blockt. Ich glaube, das ist egal. Habe ich gerade mal so beschlossen, dass das egal ist. Draco, danke, Mann. 18, sag ich schon, 13 Monate. Vielen Dank, mein Lieber. Komm, wir leveln mal ab. Wenn ich immer nicht ablevel, dann komme ich auch nicht voran. So, und ich level jetzt immer weiter auf Radiance, damit wir irgendwann die geile Bosswaffe nehmen können. Es ist total dumm gelevelt, ich weiß. Eigentlich müsste ich die Werte resetten. Ich habe einfach in alles gelevelt. Aber ich habe erst ein Item zum Respecken gefunden. Und solange ich erst eins habe, will ich nicht respecken, weil dann ist es halt weg. Komischerweise. So, ist hier noch irgendwas?
Ultima. Erstens mal, sag das doch nicht so genervt. Sag das doch mal nett. Ich habe das schon ganz oft, die beiden Waffen in beiden Händen gehabt. Und zweitens mal, sag doch lieber konstruktiv, was ändert sich denn dadurch, wenn man die beiden in zwei Händen nimmt? Draco, was meinst du, welchen Waffenbuff kann ich benutzen? Von welcher Waffe welchen Waffenbuff ab 18 Radiance? Ich hab doch jetzt 18, oder? Respec-Item gibt's bei dem Umbral-Behälter für 7000 zu kaufen. Da ist wieder so einer. Alter. Ich habe ihn sogar gesehen. So, wie du mir, ich dir. Schon bin ich wieder in Umbra. Aber warte mal, war ich hier nicht schon? Nee, hier war ich doch schon mal. Das ist ein... Alter, hier sind wir. Aber was hat denn das dann alles gebracht? Ich weiß genau, wo wir sind. Alter, das ist ja krass. Jetzt sind wir wieder hier. So, ich guck mal, ich meine nämlich, man kann ihn nicht einfach so easy im Hub kaufen, den Respec. Beziehungsweise einen habe ich mir ja gekauft. Den einen Respecker, den habe ich ja. Das ist ja der, den ich gekauft habe. Und für die anderen braucht man halt diese Laternen-Items. Radiance sogar. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Until her embrace. Erstmal alle doppelten Rüstungen verkaufen. Komisch, dass sie nicht nebeneinander sind, okay. Crimson Rector Helm, den habe ich neu gekriegt, okay. Hier kann man die Respec-Dinger kaufen. Hier für 75 Eyeballs. Ah, muss er erstmal haben, 75 Eyeballs. Da kann man die Eyeballs irgendwo kaufen. You look tired. You look tired. In Radiance, Judgment. Warum sind da immer wieder die Ausrufezeichen? Das nervt. Our Immaculate Lady will bring redemption. Soctum. Guck mal, hier habe ich sogar noch gar keins drin. Oder doch?
Increase physical damage while dual wielding. Dass da kein Geräusch kommt, ey. Upgrade Equipment. Könnte ich upgraden auf plus 5? Sleeping One schreibt dir Namen. Eddie, schau mal bei Dunmeyer vorbei. Der sollte dir diesen Strahlen-Waffen-Buff verkaufen. Der hilft gut. Wer ist denn nochmal Dunmeyer? Weapon Weight. Das ist auch ganz geil. Ah, you again. Oh. You're Linder. Okay. So, jetzt habe ich den Right-Handed in der Left-Handed. Left Hand. Aber ich frage mich, macht das wirklich einen Unterschied? Rechts oder links die Treppe runter, je nachdem. Ah, hier den Typ meinst du? Dunmeyer. Mal ganz kurz gucken, was, wie viel wiegt denn die Axt jetzt? Immer noch 24,5. Das ist denn der neue Helm. 9,6. Immer noch fett. Das kannst du halt an diesem Balken kaum ablesen. Laut diesem Balken müsste es eigentlich klappen, aber okay. Rollt er sich jetzt so komisch? Ist das... Jetzt ist es Fast Roll, okay.
bin mit dem Doppelschwert bislang sehr zufrieden. Ja. Das ist dann mal. Okay. Den Buff meint ihr, den Radiant Weapon Buff? Strive in darkness, in light we walk. Alter, wer ist das denn? Seit wann bist du denn? I've got because crossing some parts of that burning ruin they call Lower Galrath is like walking on hot coals. Still, yeah. When you grow up in Perdam, you quickly. I've never been too fond of fire. My grandfather, and there was one to everyone. That left him. They may wonder why Judge Cleric parted ways with the Church of Orion Radiance. Hello again, friend. Trapper Crossbow, 200 Fire Damage, das ist nicht so schlecht, oder? Oh, der verkauft die Level 2 Chunks. Das ist schon mal gut. May your path be blessed. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Das war ja einfach nur ein Rundlauf. Der hat mich ja jetzt gar nicht groß weitergebracht. Und wir könnten... Da, glaube ich, ne? Und dann hier den Shortcut hoch. So, dann probieren wir doch gleich mal den Buff aus. Das kann ich halt auch. 259 ist nicht so viel für so eine fette Waffe. Diese Ecke ist nur gemacht, damit man in die Umbralwelt kommt, ey. Ganz ehrlich. Schläge, ey.
Wisst ihr, was ich hier in dem Spiel übrigens vermisse? Ich habe gestern ja wieder, habe ich ja erzählt, nochmal ein bisschen Elden Ring gespielt. Und was halt so Bock macht, ist die Sprungattacke. Die fehlt mir hier ein bisschen. Draco, sprich deine Empfehlung gerne aus. Ich bin aber nicht lost. Aber die Axt ist nicht meins. Ich gehe wieder zu schnelleren Waffen. Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, schwere Waffen in dem Spiel sind nicht das Richtige. Zumindest nicht für mich. Backsteps fehlen mir auch auf jeden Fall. Ich finde, oder die schweren Waffen machen nicht genug Schaden, um ihre Langsamkeit und ihr hohes Gewicht sozusagen auszugleichen. Die Stamina-Kosten und alles. Es ist einfach viel schwieriger, finde ich. Also diese Ecke, ich weiß nicht, wieso ich hier immer so viel Flasches verbrauche, das nervt auf jeden Fall. Da kommt mein Spezi. Der Typ, ey, wie der reinhaut. Wie der reinhaut. Hier was. Ja.
an. Da. Ein Licht und ein Ding. Eine Aktivierungsding. Poisoning Knife. Zu aktivieren, muss ich in die Umbralwelt gehen. Und aus der komme ich von hier nicht so schnell zurück, wie es aussieht. Decisions, decisions. Ist da ein Item? Okay, es bringt ja alles nichts. Knappes Kistchen! War kein Problem für Deutschlands weltbesten Let's Player der Welt aus Deutschland. Das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Belohnung hier, oder? Moment, dabei ist das? Was ist das? Ist das eine Belohnung? Das ist keine Belohnung. Ich dachte, das ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut. Alter, was ist mit dir? Irgendwie sind alle Gegner in diesem Spiel unfair, habe ich immer das Gefühl. Halt mich aus. Warum habe ich denn nie das Gefühl, richtig krass gut zu sein? Wie du hier wieder voll gespammt wirst. Mit Gegnern, Alter. Es ist einfach so nervig. Wieso ist der denn jetzt schon wieder da? Und alle können was schießen, alle haben immer Fernkampfattacken, sodass du immer gegen diese Horden kämpfen musst, während irgendwo was auf dich ballert. Ah, ich bin schon wieder mich nur am Beschweren.
Rosamundes Schwert. Das ist alles, was hier ist, oder wie? Ich sehe sonst nichts. Das Auge ist fast voll. Ich muss hier weg. Ja, auch ein bisschen merkwürdig, dieser ganze Weg nur für dieses eine Item mehr oder weniger. Kein... Okay, ups. Wand. Oder habe ich noch was übersehen? Sterben mit 4000 Seelen, das ist doch eine Scheiße. Das war wichtig. Das war mal wichtig, das Ding zu kriegen. Um hier zumindest ein bisschen Ruhe zu kriegen. So, hier runter droppen ist wahrscheinlich tödlich. Alter, was geht? Mann, so schnell kann man nicht reagieren. Und wieder in der Unterwelt und tot. Habe ich nicht so ein Schwert gekriegt? Weshalb ich da überhaupt hingegangen bin? Was war das? Princess irgendwas? Was war das? Grievous or any feature in the problem with my own health. Rosamunde, genau. Rosamunde, aber was? Wieso sehe ich das hier nicht?
klar. Inferno 16, Attack Power 146, 150. Okay. Das ist ja auch nichts. Nice, das Schwert. Aber Inferno 16 ist halt ein bisschen blöd. Übrigens wieder einhändig. Ich habe irgendwie das Gefühl, einhändig ist besser als Doppelschwert. Auch halt, das ist halt das, was ich meine. Drei Schläge, achtet mal drauf, ich resette den mal, wenn ich das eine Schwert nur nehme, ja? Und das ist irgendwie nervig in dem Spiel. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So, jetzt habe ich zwei Schwerter. Man sollte ja denken, jetzt sollte er nicht drei Schläge brauchen. Eins, zwei, drei. Warum sollte man zwei Schwerter nehmen? Leuchtet mir nicht ein. Müsste viel mehr Schaden machen. Meiner Meinung nach. Jetzt nehmen wir mal die fette Axt. Drake, du meinst aber nicht dieses Rosamunde-Schwert, was ich gerade benutzt habe. So, jetzt nehmen wir es erstmal einhändig, die Axt. Eins, zwei, drei. Auch drei Schläge mit der Axt. Guckt die euch an im Vergleich. Die wiegt... Was wiegt sie? 24,5... 24,5. Und drei Schläge kosten mich meinen halben Stamina-Balken. Stamina-Balken. Das ist viel langsamer. Ich weiß nicht. Ja, natürlich ist es nicht auf Level 4 wie die anderen, aber trotzdem, es müsste viel mehr Damage machen. Eine der ersten Waffen, die man im Spiel findet. Oh, ich habe da gar nicht resettet. Ach ja, die Axt wollten wir noch zweihändig nehmen. Das mal auszuprobieren. So, fette Axt. Axt vor allem. Eins, zwei. Ja, zweihändig ist zumindest ein Schlag weniger. Aber auch knapp. Hätte der ein bisschen mehr Energie, wären es auch wieder drei Schläge gewesen. Wir nehmen mal das Wooden Cross. Und wir nehmen es einhändig, nicht aufgeleveltes Wooden Cross, einhändig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Jetzt nehmen wir mal... Mal.
2 Wooden Cross. Hab ich schon resettet. Fünf Schläge waren es eben. 1, 2, 3, 4. Okay, immerhin einer weniger. Also ja, es ist ein bisschen, aber ich finde, da ist, das fühlt sich vom Balancing her, fühlt es sich noch nicht hundertprozentig richtig an. Hier meine Boss-Slayer-Waffe. Die ist eigentlich immer noch ziemlich nice. Bei der komme ich gut klar. Jede will einfach blutig strömen, aber wohnen will? Nee, überhaupt nicht. Ich will einfach nur, dass es Sinn gibt, dass fette 25 Kilo schwere Riesenäxte deutlich mehr Damage machen als irgendwelche popligen Einhandwaffen. Weil ich sie halt sonst einfach nicht nutze. Das ist alles. Und wenn dich jetzt diese Demonstration nicht überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht. Aua. Hier kein Stagger Damage mit aufgeladener, voll aufgeladener. Also gab schon Stagger Damage, aber 4 Treffer, dann zweihändig aufgeladen, pam. Der müsste staggered sein. Das ist doch ein halbes Hemd. Naja. Das ist eine Giftaxt, ja. Is it me you're looking for? Und jetzt muss man wieder in Ingrar rein. Ich geh jetzt mal hier runter. Nein! Oh, doch. Ich dachte, ich spiele. Ich hab Fat Roll. Scheiße. Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Das war so richtig gut wieder von mir. Falls ihr euch fragt, was gerade wieder schief gelaufen ist, ich habe natürlich den rechten Analogstick reingedrückt, um Gegner zu anvisieren. Stattdessen hat sich die Kamera, hat niemanden anvisiert, sondern hinter mir zentriert. Und ist in der Treppe verschwunden, wodurch ich nicht nur den Gegner nicht anvisiert habe, sondern auch nichts mehr gesehen habe, weshalb ich gestorben bin.
Ja, und die Seelen sind auch weg. Das ist korrekt. Von dem Stamina-Ring merkt man irgendwie auch nicht viel, finde ich. Also, so langsam, wie sich das auflädt. Er lebt noch. Der Typ ist ein mieser Facker, ey. Jesus. So, gehen wir jetzt darüber oder jumpen wir nochmal rund? Alter, was ist das für eine Sprungattacke aus der Hölle? Mit Explosionsdamage. Natürlich lebt er noch. Things in Mondstadt were bad. Centuries of madness and slaughter. If all this really resulted from the presence of the rune, whatever boons it might offer. But it's your burden. It's never turned to someone else to carry it. Whatever boon. But it's your never turned to someone else to carry it. Der Typ ist auch komplett useless, ey.
glaube, ich habe selten ein Spiel so sehr geliebt und gehasst gleichzeitig. Das mit dir. Ist hier noch irgendwas? Nein, ne? Oh shit! Jetzt holt er mich wieder in die scheiß Umbrell-Welt. Nein, und ich hab die Flask nicht ausgerüstet. Jesus Christ. Dich markieren. So. Ilian, you can't just run off like this. You have everyone at the orphanage worried sick. I know it's not easy, but it can be a frightening place at times. So, I want to give you something very special I've had since I was a little girl. When I used to get scared, I'd hold it very, very tightly, and that's when it would reveal its magic to me, and I'd know there was no need to be afraid. So the next time you get scared, I want you to be a brave girl and do the same thing. Understand? There's nothing to be afraid of, Ilian. I promise. Hot stone and humble scroll. Denn hier mal ein Bonfire, Leute. Das wäre echt nice. Warte mal, hier war ich doch schon mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder bilde ich mir das ein? Weil alles gleich aussieht in diesem Spiel. Nee, hier ist die... Hier ist doch die Boss-Tante gewesen, genau. Geil. Dann weiß ich aber, wo ein Bonfire ist. Beziehungsweise, why not here? Nee, komm. Obwohl doch.
ich auf jeden Fall neue kaufen. Chosen bearer of the lamp, like you, I serve. Was wollte ich denn nochmal kaufen jetzt? Die hier, ne? Kann ich eigentlich den Buff-Zauber auch auf dieses Schwert dann machen? Ja, tatsächlich. Das ist doch schon mal endlich mal eine gute Nachricht. That stone, it looks different somehow, but I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the hallowed sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago, but now here it is again, all these years later. I wish I could say the same of the orphanage. Our holy work continues, lamp bearer. Let Aureus's will be done. Hier könnte ich respecken. Hier auf 25 gehen. Könnte auf 20, 25. So. 17, 15, 20, 25, 25. Wobei, das braucht zum Beispiel nur Agility 13. Welche Waffen benutze ich denn, die viel Agility? Ich habe noch gar keine Waffe, die... Hier, wenn wir mal gucken. Agility 16 ist bislang das höchste. Merken wir uns mal. 16, 14, 9. Hier ist was. Aber auch, ne? Strength. 10. Hier ist was mit 20. Das ist die einzige. Pale's Butcher Blade. Und das da auch. Rash's Mesa Sword. Aber auch ein bisschen komisch, oder? Dass Grand Swords Agility Waffen sind. Finde ich auch ein bisschen komisch. 25. Hier ist 19 Fitzroy's. Das habe ich übrigens noch gar nicht ausprobiert. Bleeding Damage. Das hier, Perdam Falsche und 22. Benutze ich aber eh nicht. Finde, kann man durchaus mal die Frage stellen, ob man 22 Punkte in Agility braucht. Ich meine, klar, wenn ich jetzt die Waffe behalte, mit der ich jetzt die meiste Zeit spiele, brauche ich auch nicht 22 Strength, aber ich schätze mal, da kommt ja noch ein bisschen was.
70, Bleed 80. Post-Gen Damage ist nicht so schlecht. Das sehe ich ja. Ach nee, doch nicht. Forget about it. Okay. So, jetzt haben wir hier den Shortcut zumindest. Ein richtig krasser Shortcut ist. Ja, das ist hallo! Alter, die Typen, die ballern wie in so einem fucking Ego-Shooter mit einem Granatenwerfer. Also der Buff ist ganz geil, das muss ich zugeben. Schläge hintereinander, ey. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es random Gegner gibt in irgendeinem Souls-Spiel, das fünf Schläge hintereinander macht. Ich erinnere mich gerade aus dem Stegreif nicht. Wie ich das Spiel finde, werde ich hier gefragt. Geiler Scheiß ist meine Antwort. Und damit ist alles gesagt. Also wenn dieser Effekt reinkommt, dann ballert es auch. So nehme ich.
Der Buff, muss ich auch sagen, der ist echt geil. Und der bleibt auch schön lange auf den Schwertern. Hier ist wieder ein Shortcut, sehe ich gerade. Okay. Vier von diesen kleinen Fragmenten, das ist doch auch keine geile Belohnung für so einen Kampf. Die Dinger kann ich kaufen für ein paar hundert im Shop. Gib mir da wenigstens die Größe. Das finde ich ganz geil, wie hier so... Oh. Ne, sind gar nicht. Ich dachte, da sind die Gliedmaßen weggeflogen. Aber waren sie tatsächlich gar nicht. Das fehlt mir. Das wäre ja so ein Feature, was ich mir bei Souls immer gewünscht hätte, dass man so mal gezielt irgendwie auf die Beine oder so, so à la Dead Space, und dann können die Gegner nicht mehr richtig laufen. Das finde ich irgendwie geil. Martin, dankeschön. Da Martin ist ein da. Oh, da ist eine Leiter. Ah, aber das ist auch wieder ein Shortcut. What the fuck, lese gerade, die GamePro wird nächsten Monat eingestellt. Ja, die Printausgabe wird eingestellt. Die wird nur noch als Online-Magazin weitermachen. Tja. Print is dead, wie es scheint. Hättet ihr eigentlich Bock, dass ich mal wieder so alte Gaming-Magazine rauskrame und wir darüber ein bisschen quatschen? HSH Hustle, dankeschön für dein Sub. War ich doch schon. Hier ist doch nichts. Ich habe noch eine ganze Kiste voll mit alten Maniacs und Videogames und so. Aua. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Nirgends? Dann war das ja ein mega dummer Shortcut von mir. Was geht hier ab? Hier geht es nirgendwo weiter, habe ich das Gefühl. Ich habe was übersehen. Soll mal wieder Mobile Games vorstellen. Dann
wird wieder geschimpft, dass ich Mobile Games vorstelle. Aber ja, Mobile Games, geil. Es gibt so geile Mobile Games. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man das haten kann. Der sieht aus wie jemand, der austeilen kann. Ups. Hä? Was genau hat mich denn gerade gekillt? Wird wohl kein Weg vorbei. Viele sind ja frustriert mit dem Game. Was findest du so gut dran und warum die Sucht? Naja, es ist halt ein Souls-Klon und man sieht es ja, es sieht nicht nur so aus wie Souls, es spielt sich halt auch sehr ähnlich wie ein Souls. Und ja, ich finde es auch teilweise sehr frustig und nervig vor allem, aber irgendwie macht es dann doch genug Spaß, um irgendwie weiterzuspielen. Aber ich kann verstehen, wenn es ein Frust ist. Bei einer Skala von 1 bis Dark Souls 3, wo rankst du Lords of the Fallen ein? Bei einer 5. Dass ich diesen Weg jetzt hier schon zum 100.000. Mal gehen muss, nervt schon. Dem Spiel hätte ich definitiv noch mal so ein Jahr Polishing gut getan. Und dann hätte es auch wirklich ein richtig gutes Spiel werden können. Also wirklich hätte dann den Vergleich nicht scheuen müssen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das Team hier natürlich viel kleiner ist als das von FromSoft. Und dafür ist das schon echt ordentlich. Die Kämpfe machen größtenteils machen die schon echt Bock. Nee, Performance-Probleme und jetzt schlimme Bugs oder so hatte ich eigentlich nicht. Damit haben wir jetzt ein für alle Mal diesen nervigen Typen hinter uns gelassen.
Aber ich bin auch der Meinung übrigens, dass man hier mit ein paar Patches und so ein paar Quality of Life Geschichten und ein paar Veränderungen, Balancing, Gameplay, Gegner Placement und so, wenn man da ein bisschen auf die Community hört und auch auf die ja, so Tests liest und so weiter, ich finde, da könnte man aus diesem Spiel mit ein paar wenigen Kniffen wirklich ein ziemlich gutes Souls-like machen. Wo ist er denn jetzt? Der kann sich beamen und explodieren? Bitch, Witch. Richie, Bitch. Sunless Gain Key, okay. Infernal Enchantress. Die haben sich natürlich mit dieser Umbralwelt, sag ich mal, auch selber enorm viel Arbeit gemacht, weil du musstest ja im Prinzip das Spiel zweimal designen und jedes Level. Vielleicht hätten sie dieses ganze Umbral-Ding, was eh nicht so viele Fans hat und die Leute eher, würde ich jetzt mal so im Schnitt von dem, was ich so gelesen und gesehen habe, als nervig empfinden. Vielleicht hätte man das einfach weglassen sollen und stattdessen die Zeit in das Spiel als solches und vielleicht noch weitere geile Levels oder so stecken. Das ist nur so eine Idee. Hat das Spiel auch etwas, was du dir bei Souls wünschen würdest? Also den Kick auf L und R1 ist etwas, das ich mir bei Souls gut vorstellen könnte. Ich finde ehrlich gesagt auch ganz geil, dass es hier so Sekiro-mäßige Dodges gibt, die es auch in Lies of P geschafft haben. Die gibt es ja zum Beispiel in Elden Ring in der Form eigentlich nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Also das wären so Sachen. Wo ist das da oben im Bonfire? Dem Spieler eine zweite Chance nach Ableben zu geben. Ja, ist ja eigentlich gesagt auch so ein bisschen von Sekiro nochmal geklaut. Aber ja, ich finde das auch kein schlechtes Feature, dass du nochmal so eine zweite Chance hast. Und ich finde das ja auch nicht ein ganz beschissenes Feature.
aber irgendwie auch nicht so richtig geil. Also zumindest hätte man vielleicht die... Ich verstehe, dass man in der Umbralwelt dann irgendwie gedacht hat, ja, die sollen da ja auch irgendwie... Das soll ja auch so eine Art Fegefeuer sein. Das soll irgendwie auch wehtun und so. Das verstehe ich auch alles. Dann hätte man da ja auch durchaus noch neue Gegner platzieren können. Aber dass die halt unendlich spawnen und dass du dann auch noch ein Zeitlimit kriegst, wenn der, bis der Oberboss kommt und so, das persönlich finde ich too much. Das hätte ich weggelassen. Weil es halt auch so einfach nicht keinen Spaß macht, diese Umbral-Welt zu erforschen. Wenn man ständig halt so gehetzt und unter Druck gesetzt wird. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil die auch so geil aussieht. Mitten im Schlag ist das Ding ausgegangen. Das, der Buff. Da geht's auf jeden Fall zum Boss, schätze ich mal. Das sieht so aus irgendwie. Aber da müssten wir eigentlich auch... Oh, hier ist auch nochmal ein Shortcut. Der jetzt natürlich ein bisschen obsolet ist. Ich wüsste nicht, warum ich da nochmal runter soll oder überhaupt nochmal dahin. Aber okay, weil man hat ja jetzt das Bonfire hier. Da ist auch noch eine Leiter. Wie der Gegner komplett vergessen hat, dass ich ihn nicht habe. War aber nix, oder?
will, ich habe irgendwas übersehen, Leute. Ihr wisst doch, der Loot Boy. Nimmt es immer ganz genau, der Loot Boy, weil ich hier so schon wieder so getrieben war. Da hinten wieder Action, aber. What the fuck? Das sind auch so. Guck mal, das ist der Typ von da hinten. Der Typ, der da gegenübersteht, kann hier eine Flamme unter meinen Arsch zaubern. Ich weiß nicht, das ist zu weit einfach. Das ist zu weit, das lässt sich doch leicht patchen. Aber das ist zu weit. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Jagdkommando Höllenfeuer schreibt hier, ich habe das Spiel gestern abgeschlossen und falls noch ein Nachfolger kommt, könnte dieser, wenn die aktuellen Schwächen beseitigt werden, ein absoluter Hit werden. Dann sag doch mal, lieber Jagdkommando Höllenfeuer, was du findest, was hier so die Schwächen des Spiels sind. Du hast ja durchgezockt, also muss es dir ja auch irgendwie schon auch gefallen haben, aber was sind die, was sind so die Schwächen deiner Meinung nach? Das hier ist zum Beispiel eine Schwäche. Was willst du denn hier? Das ist doch einfach scheiße. Was ich für einen Nachfolger gerne hätte, schreibt hier Yazi zockt, Springen-Knopf, finde ich auch, und mehr Umskill-Möglichkeiten, damit man ein bisschen Builds testen kann. Oh, absolut agree. Absolut agree. Finde ich sowieso immer nervig, ehrlich gesagt, auch bei Souls. Ich meine, da gibt es zwar am Ende dann genug von den Larven, aber trotzdem. Lasst mich doch umspecken, Leute. Lasst mich doch die alle Waffen und Zaubersprüche benutzen. Was soll denn der Scheiß? Die halten so krass viel aus. Die Alter, was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Voll reingesprungen.
Sword of Skin and Tooth. Fire Damage, Behemoth Strength, 36 Strength, 41,3 Gewicht. Boah. Das ist halt auch so eine Sache. Absolut the Strength Weapon, aber ich glaube, korrigiert mich, wenn es falsch ist, was ich sage. Es ist nicht so wie in Elden Ring und ich meine in Dark Souls 3, dass du mit Strength auch dein Equip-Load erhöhst, sondern du musst es hier so noch wie in Dark Souls 1 und Demon's Souls über Endurance skillen. Das heißt, für eine Waffe, die 36 Strength braucht und 43 Kilo wiegt, musst du nicht nur Strength auf 36 logischerweise kriegen, sondern du musst auch Endurance enorm hoch pushen, damit du die Waffe überhaupt tragen kannst. Da wage ich doch jetzt mal zu bezweifeln, ob die Waffe das wert ist, ehrlich gesagt. Zumal ich ja schon vorhin gesagt habe, dass schnelle Waffen in dem Spiel meiner Meinung nach stärker sind als die ganz schweren Waffen. So, vielleicht schaffe ich das ja jetzt mal ohne runterzufallen. Nein, schaffe ich nicht. Aber wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten irgendwie. Da hat man das Gefühl, ich meine, gut, FromSoft hat auch jahrelang Erfahrung. Wann kam Demon's Souls raus? 15 Jahre oder was weiß ich. Trotzdem kann man sich ja hier am großen Vorbild dann durchaus schon orientieren. Aber das...
Das war fair gewartet von dem Kerl. Natürlich explodierte. Er ist der brennende Typ. The one who knocks. Eine Boss-Area? Könnte sein, ne? Könnte... Keine Ahnung. Sputnik, danke für deine 20 Monate schon. Vielen, vielen Dank.
Essen. Wieder down, der Baby Runa. Black Lion, vielen Dank. 500. Er schreibt hier: Servus Ede, geiles Almost Daily gewesen. Vielen Dank. 500. Folge seit heute erhältlich. Gebt euch den geilen Scheiß. Tassaras Axe. Ihr wisst ja noch, was Lasse Bluten immer gesagt hat, oder? Nie mehr Sex mit der Ex. Hier komme ich doch her. Alter, nicht ein Schädelboy. Das ist ja scheiße. Aber meisterhaft von mir gemacht. Mask of Wrath. Nein, den, ja. Antediluvian Chisel. Oh, warte mal, Chisel, was da, mit Chisel war irgendwas. Chisel ist für den komischen Creep im Dingenskirchen, im Himmelsrest. Aber was nochmal? Da könnte man irgendwas mit machen, Chisel. Das ist nämlich der geile Chisel, ey. Steht ihr? Gehen wir gleich hin. Oh, hier ist ein Flowerbed. Ach, stimmt, das ist die Stelle, wo Trant demonstriert hat, wie gut man mit dem Hammer. Die dumme Scheißflamme dann war's.
Aber ich habe diese Wurfhämmer nicht, die da Trant hatte in dem Video. An der Stelle hier. Das ist halt das Dumme. Ich hab... Was hab ich denn? Hier. Dann... Was hab ich? Ich hab hier nur... Ich hab hier nur den crappy Scheiß. Snake Oil für Saken. Die machen alle immer noch irgendwie so... Boots Damage, aber keine von denen hier. Außer den von ganz am Anfang. Das sind die, mit denen man startet. Wieso habe ich denn plötzlich wieder Fat Roll? Ach, weil der Speer was wiegt. Oh Mann, ich lerne es in diesem Spiel nicht mehr. Ich vergesse immer, dass das Gewicht der Wurfwaffen auch noch. Dass das da auch noch mit reinzählt. Sieht mal, wie knapp ich hier das ausgehandelt habe mit meinem Gewicht. Das Problem ist halt, ich habe dann nicht den Buff. Ne? Da muss man dann immer wechseln. Adieu, Mark. Adieu, Mark's Ring. Down there. I just can't. It's not the darkness or the hazards.
It's the things the darkness shows you, whispers to you. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine, like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me, over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Wo habe ich denn jetzt die Planke gekickt? Da. Ja. Schon wieder. Was zum Teufel zaubert hier? Oh, da. Serrated staff. Okay. Da kam ich her, ne? Ach, guck. Ja, er kann natürlich einfach hochjumpen.
hier schon wieder her? Lasst mich. Im Spiel gibt es teilweise so viele Leitern und Shortcuts, dass man schon manchmal weiß, was ja eigentlich der ursprüngliche Weg war. Ich komme ganz gut durch zur Zeit zumindest. Jinx it. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Wo habe ich die Leiter unterlassen? Verstehe. Ah, das riecht nach Bossy Boss. Richtig viele neue Waffen. Ich muss mir die alle angucken. Richtig viele Waffen. Also dieser Buff war der beste Tipp, den ihr mir gegeben habt. Der macht wirklich... Der macht wirklich was her. Saintly Quintessence. Okay. Woran hängt er jetzt hier? Kann mir das jemand erklären? Spiel sagt nein. Okay, ich glaube, wir ballern hier rein. So, wir haben ja echt einige Waffen gekriegt. Was haben wir hier gekriegt? Fallen Lords Sword. 30 Inferno. Feuerwaffe. Macht auch 300 Burst. Ist das Burst? Das scheint schon eine nette Waffe zu sein. Aber niemand hat natürlich Inferno 30.
Dann haben wir hier die zum 1000. Mal gekriegt. Was ist das? Tassaras Axe. 2017 kann man sogar benutzen. Keine nennenswerten. A Grand Axe. Nur mal testen. Ich kann gar nicht mehr rollen jetzt, lol. Okay. Noch was gekriegt? Die Scale Breaker. Attack Power 197, Strength 26. 30er Gewicht, ey. Und den Serrated Staff. Staff. Mhm. Bleeding. Ja, wahrscheinlich das gleiche Moveset wie der Poison Spear. Schon relativ schnell für so eine große Waffe. So, hier sind wir hergekommen, also bin ich ganz schön durchgerannt. Ja, da sieht man schon. Kein Stagger Damage, die Waffe. Obwohl sie so groß ist. So, das waren aber, glaube ich, wirklich alle neuen Waffen. Was haben wir noch gekriegt? Haben wir rüstungstechnisch was? Infernal Enchantress Armor, Fire Damage Reduction, natürlich sehr stark, ja. Adios Mark Ring, Increase Inferno Attribute. Achso, hier habe ich noch Farben, habe ich noch gekriegt. Dark Oath.
Das ist ja so ein bisschen lame als Belohnung, wenn du irgendwas Geiles findest, ein Item, und dann ist es irgendwie, du kannst deine Maske jetzt von dunkelblau auf hellblau ändern oder was weiß ich. Weiß ich nicht. Ein Schema. So, weiter geht's. Progress, Progress, Progress. Hier kommen wir runter. Gibt auch nur 200, ey. Dafür, dass der so ein harter Fucker ist. Achso, ich weiß sogar, wo wir jetzt sind. Hier bin ich durchs Feuer gegangen. Ich bin für ihn durchs Feuer gegangen. Und hier ist der Shortcut. Nice. Das ist nice. Das haben die doch echt schön gemacht hier mit diesen, wie die Level so ineinander greifen. Geht es hier zufällig weiter? Bin ich jetzt gelandet? Leute. Ich glaube, ich bin hier in einer ganz heißen Loot-Sache auf der Spur. Wir springen hier rüber. Nein. Ihr sagt, es geht nicht. Ich sag. Warten wir es ab. Ihr habt recht. Es geht nicht. What the fuck? Thank you.
Trellos. Ravages Gregory Rosary. Ravager Gregory's Rosary. Was war jetzt das? Rosary. Gregor. Keine Ahnung. Oh, was ist das? Ach so, das war der. Das war der Dingenskirchen. Ja. Na, au, heiß, heiß. Kann man irgendwo runter? Ne? Das wäre so geil, wenn der jetzt halt auch brennen würde. Was ist das jetzt schon wieder für ein Quatsch? Split Crossbow. So, was haben wir irgendwas Neues? Several of our sick and noble canonized after the hallowed many, but Latimer was. Gut, du hast nichts für mich. Da, ach, damit kann man die Lamp upgraden, genau. Das war's nicht. Jetzt können wir da noch ein Auge reinmachen. Sekunden, nicht so schlecht. Chosen bearer of the lamp. Das nervt mich, dass da immer wieder die Ausrufezeichen sind. Gut, nur noch mal den abchecken. A Ravager's Rosary.
While the Dark Crusaders have never established a formal presence in Mornstead, as you can see, our reach knows no bounds. As a former Ravager himself, Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Aphotic Sanctum. You serve a higher purpose, Crusader. Purge. Gut, der hat auch sonst nichts. Nichts von Interesse. To strive in darkness, in light we walk. You look tired, friend. That heretic, as are you. In Radiance, judgment. Our Immaculate Lady will bring redemption. Hello again, friend. May your path be blessed. In Radiance, judgment. Ja, dann zeig mir doch an, wie viel ich hab. Aha. Gain health upon killing an enemy. Irgendwas Neues hier. Das ist auch bislang hier komplett useless. Keine Ahnung, was hier. If in doubt, you heed the captain much as he might think of. Pyromantin, die ich mal befreit habe, aber die hat auch bislang immer nur Crap verkauft. Das hier ist schon.
die war hier drin, die Pyromantin. Den habe ich auch schon. Their words are veiled when they speak to me of it, but I know what they think. That by marrying such a minor noble, I'm putting my own happiness before the good of the royal line and the welfare of Mondstadt. But they don't see in her all of the things that I do. This kingdom is my home. I will do everything I can to protect it, as I always have. As you did. Princess Sting. Was ist das, ein Ring? Deal additional damage with smaller equipment. Siehst du, manchmal ist es eigentlich nicht schlecht, so Backtracking zu machen und zu den Anfängen zurückzugehen. Manchmal gibt es ja dann doch noch mal was. Das stört mich, dass dieser Umhang da so in ihm drinne klebt. Da ist unser Lieblingsboy.
Komm halt her. Die Gegner haben in dem Spiel auch oft so, wie soll ich sagen, so lange Attacken. Also ein Feuerschwall, der dir den ganzen Energiebalken wegnimmt. Nicht ein Schlag oder so, sondern die spucken irgendwas oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Also die drainen dir manchmal mit einer Attacke den kompletten Energiebalken weg. Das meine ich. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr denn nicht, was ich meine? Weitergegangen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Late Game. So gemessen an dem, was die hier so aushalten. So normale Mobs. Mobs and Drops. Oh shit. Fuck. Drei. Dass die ihren Schlag echt immer durchkriegen, das nervt mich zum Beispiel, dass die nie mal zurückgestoßen werden oder so. Ich glaube, ich habe genug für heute, ey. Ich glaube, heute komme ich hier auf keinen coolen zweiten. Leute, ich mach Schluss. Ich mach Schluss mit euch. Aber nur für heute. Das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein mit Lords of the Fallen.